Von diesen größeren Ressourcen, sag ich mal, braucht man immer relativ wenig, ne? Noch zumindest. So. Gut. Dann haben wir das. Dann können wir das jetzt auch ausbauen, ne? Ja. Das heißt, ich würde mal eben das Salz wegpacken. Einmal wieder hier rein. Dann könnte man theoretischerweise ja den auch ein bisschen umräumen, ne? In organisch. Immer die Pilze zusammenpacken. Ich hab mal, wir haben noch einen Rubin. Ach, krass. Pass auf, dann würde ich hier vielleicht die Pilze und so. So, habe ich denn hier noch eine Fahrzeugstation? Ich habe zwei Fahrzeugstationen, warte mal. Das kann auch mal woanders rein, ne? Organisch, organisch, organisch. Ja, das ist alles organisch. Das ist ein Gestein. Das ist ein Laserschneider. Wie, warum und wie der da reinkommt, weiß ich auch nicht. Pilze. Koralle. Das kommt alles hier rein. Damit wir das mal ein bisschen sortieren. So, die Koralle. Den Gelsack würde ich vielleicht auch mit da reinpacken. So, das ist da drin. Okay, sehr schön. Die Samen, ne? Das ist ja für unseren Dings. Apropos Pilze. Ich kann mal welche mitnehmen von den normalen, die wir hier um die Ecke haben. Weil ich muss mal wieder unseren Bioreaktor stärken. Dann würde ich vielleicht... Hier, wo das Salz ist, würde ich vielleicht die Sachen erstmal nochmal mit reinpacken. Nur zur Vorsicht. Dann befülle ich mal eben unseren Bioreaktor mit den Pilzen. Damit er wieder ein bisschen Strom generiert und so. So, 1, 2, 3, 1, 2. So, dann sieht das gut aus. Der hat immer noch volle Energie, ne? Ja. 4, 3, 4. Okay. Gut. Gleich mal eben was essen. Gehen wir gleich mal auf Essensjagd. Ich würde einmal das Upgrade herstellen. Und zwar das Abwehrsystem. Zack, und was ist das hier? Torpedosystem. Ja gut, dazu brauchen wir wieder Torpedo. Das wäre vielleicht jetzt noch ganz cool. Magnetit, das haben wir, glaube ich, nicht. Ladestation wäre ein Traum. Emilliertes Glas und erweitertes Kabelsatz. Weil dann würde die sich ja automatisch aufladen. Emilliertes Glas, da brauchen wir, glaube ich, den Zahn, ne? Gucken wir mal. Erweitert Kabelsatz, da brauchen wir mein Gold. War es Gold gewesen? Zweimal Gold, einmal Computerchip. Beim Computerchip brauchen wir, glaube ich, auch Gold. Meine ich zumindest. Kupferdraht brauchen wir hier auch? Nein. Fischkorallenprobe, das haben wir hier. Hallo? Das haben wir hier. Dann brauchen wir Kupferdraht. Zweimal Tischkorallenprobe, okay. Habe ich mich verguckt gehabt, so. Dann stellen wir mal eben den Mikrochip her. Dieses Magnetit, glaube ich, das haben wir nicht parat, ne? So, dann brauchen wir jetzt den normalen Kabelsatz, also zweimal Silbererz nochmal. 1, 2 wird auch weniger, müssen wir auch mal wieder ein bisschen organisieren. So, dann den. Und dann haben wir es. Somit haben wir den erweiterten Kabelsatz gebaut. Jetzt Magnetit. Haben wir das irgendwo rumfliegen? Jung, Diamant, nein. Nein, nein, natürlich nicht. Was waren das jetzt nochmal? Wir brauchten emilliertes Glas, ne? Genau, den Zahn und normales Glas brauchen wir einmal. Brauchen wir denn, ich guck mal eben. Brauchen wir denn für die einmal emilliertes Glas? Also brauchen wir einmal Glas. Das können wir ja schon mal herstellen. Das stellen wir her mit Quarz zweimal. Okay. Jetzt 2. So, Glas stellen wir schon mal her. Dann haben wir das. Und dann brauchen wir ja jetzt eigentlich, im Prinzip brauchen wir ja jetzt nur noch den Pirscherzahn, ne? Den haben wir auch irgendwo noch. Wir haben, glaube ich, ein paar mehr gesammelt beim letzten Mal, ne? Da haben wir ihn.
Emiliertes Glas. Haben wir da nicht schon alles? Warte mal, was fehlte uns denn jetzt noch? Nee, wir haben alles für das Solar. Ich düse! Hui! Geil, dann haben wir das ja auch. Nice, irre. Dann können wir ja echt eine Tour starten. Geil, feiere ich ein bisschen. Dann haben wir unsere Seemöttchen echt aufgepimpt. Dann brauchen wir im Prinzip ja eigentlich nur eine Ersatzenergiezelle, vorsichtshalber, falls mal wirklich alles ausgeht. So, Aufladestation und Abwehrsystem. Das ist, glaube ich, die beste Kombi, die man haben kann, oder? Bei Torpedo sehe ich irgendwie nicht bei dem Ding, bei dem Großen vielleicht. Aber so Abwehrsystem ist supi, selber aufladen, Tiefe natürlich, Stufe 1 und natürlich ein Frachtmodul. Ist irgendwie göttlich. Haben wir denn schon... Haben wir denn schon Stufe 2 Tiefe? Nee, haben wir noch nicht, ne? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Gibt's also auch noch. So, dann würde ich mal ein bisschen was ablegen. Ich würde was trinken. Vielleicht nochmal, wie gesagt, was essen. Trinken haben wir ja, glaube ich, haben wir im Spind was hergestellt. Ich weiß nicht, ob der Flex ja aus der Vergangenheit ein bisschen was hergestellt hatte. Müssen wir mal gucken. So, was lass man hier? Das wollte ich mal eben da draußen packen. Das nehmen wir mit. Das Faserngewebe, ne? Das packe ich mal hier rein. Den Rubin. Ja, da vielleicht nicht. Vielleicht hier. Dann würde ich sagen, den packe ich nach draußen. Der ist voll, ja. Dann haben wir ja eine Energie. Also eine, Energiezelle für die Seemotte. Dann würde ich die Fahrzeugstation einfach mal da draußen packen. Oder weißt du was? Wir haben eine. Ganz ehrlich, dann können wir die auch entsorgen. Schade, dass man die nicht auseinandernehmen kann. So, weg damit. Das brauchen wir nicht mehr. Zu essen haben wir sogar auch noch mit, ein bisschen. Das sind ja die Notfallrationen, falls uns ja mal wirklich das Essen ausgeht. Wir haben ja das super Messer. Das uns ja dabei hilft, direkt zu kochen. Wenn ich es da mal treffe. Lecker, lecker. So, erstmal essen. Unter Wasser, gar kein Problem. Was ist das denn? Achso, meine Kamera. Oh, glupschi, glupschi. Guck mal, das passiert, wenn man mir in die Nähe kommt. Lecker, 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 lecker. Lecker, 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 lecker. Leo Boomerang. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, glupschi. Lecker, lecker, glupschi. Du bist ja zum Anbeißen. So. Essen, 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 essen. So, jetzt können wir noch was trinken. Und das war nicht mein Magen. Und ich habe auch nicht gerülpst unter Wasser. So, dann haben wir das auch voll. Würde ich sagen... Nein, die 5. So, 5 weg. Einsteigen. Zu trinken können wir nochmal vorsichtshalber mitnehmen. Haben wir noch was hier drin? Nein, natürlich nicht. Das heißt also... Eine Flasche würde ich erstellen. Dann haben wir 3 Stück. Das reicht erstmal. Für die Tour. So. Wir sind voll gestärkt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich losdüsen. Wo auch immer wir hinwollen. Unser... So habe ich denn zweimal... Zweimal Laserschneider? Ach, dann habe ich irgendwann mal einen gebaut. Ne, weißt du was, komm. Dann kann der weg. Mir ist gerade was aufgefallen, ne? Wofür ist denn der Platz hier eigentlich noch? Irgendwas haben wir noch nicht an Upgrade für unseren Anzug. Modifizierungsstation. Ach doch, wir können das modifizieren. Die Tiefe, guck mal. Magnetit zweimal. Ah, okay. Uiuiuiuiuiui. Aber weitere... Unseren Anzug irgendwas verbessern können wir nicht, ne? Haben wir zumindest noch nichts gefunden, glaube ich. So, gut, dann lass mal losdüsen. Vielleicht, finden wir ja nochmal was. Mit der kleinen Seemotte geht das ja ein bisschen flinker. Schauen wir doch mal. Vor allem, wie es auch mit dem Lagersystem funktioniert.
Und mit dem... Mit dem Abwehrsystem, wie funktioniert denn das? 1, 2, 3... An, aus oder was? Oder wie funktioniert das? Okay. Aua! Oh, fuck. Wo ist denn unser Lager? Energiezelle? Ah, hier, Frachtraum. Das ist ja süß. Das ist ja supi. Sehr schön. Gut, ich würde mal, in welche Richtung düsen wir denn? Ich guck mal eben. So, warte mal. Da ist das Schiffchen. Wir machen mal die Reise Richtung Nordwesten und schauen mal, was uns da erwartet. So. Das Abwehrsystem, wie funktioniert das? Ist das jetzt aktiviert oder nicht? Muss ich das... Gucken wir einfach mal, wie das funktioniert. So. Ich würde jetzt auch ein bisschen ein paar Ressourcen mitnehmen auf der Reise. Wenn das geht. Also ein paar Gesteine und so, die uns vielleicht noch fehlen wieder. Das wäre ganz gut. So. Dem sind wir, glaube ich, ein bisschen flinker unterwegs. Immer noch 100 Energie, das ist so super mit der Aufladung. Gut, natürlich, wenn wir tiefer tauchen, haben wir keine Sonne mehr. Muss einfach so die Taschenlampe draufhalten, dann lädt sie das auf. Aber das Abwehrsystem funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht jetzt, wenn ich das so drücke. Oder ist es auch einfach nur für Große? Ich weiß es nicht. Da ist ein Gestein. Ach, ich muss schießen. Ach so. Man muss schießen. Entschuldigung. Ach so, man muss abschießen. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. So, da waren wir schon gewesen, ne, oder? Ich glaube ja, da war ja nichts Interessantes. Für die Sachen haben wir noch nicht zum Abbauen, ne? Für die größeren Vorkommnisse. So, da ist so E-Ende, ne? Mehr. Moin. Geht das? Ich will mal so ausprobieren. Ach so, das ist nur zum Abwehren. Alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden. Hier ist jetzt gleich Ende, hier ist keine 3, hier ist 300 Meter und Schluss. Warning. Da ist noch was. Da müsste ich mal gucken gehen. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ich steig mal aus. Ja. Ich probiere es mal aus. Wir testen es einfach mal. Da komme ich nicht rein, okay. Bin schon gleich weg. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Alter, lass meine Seemotte in Ruhe! Module und alles futsch. Einmal reingebissen und weg. 30 Sekunden. Oh, das wird knapp. Das schaffen wir noch. Oxygen. Ja. Na toll.
Das ist ja großartig. Na, alles von vorne. Toll, die Seemotte. Gerade gepimpt, schon alles weg. Na. Scheiße. So ein Kackmann. Da packst du dein Schiffchen da schön in die Ecke und so, gehst tauchen, kommst wieder, Motte weg. Ja. Da hat die Motte wahrscheinlich einen Klatscher gekriegt. Ich weiß es nicht. Toll. War wohl nichts mit der großen Tour, die wir vorhatten. Ein großes Ereignis, in die Tiefen zu tauchen. Toll. Mann. Was ist denn für ein Bruder? Kann ich den scannen? Warte mal. Moin. Was bist du denn hier für einer? Hast du hier was Schönes? Was ist das denn? Seepocke? Kupfererz. Scan. Alter. Der schießt auf mich. Geh weg. Lass das. Geh weg. Lass mich. Toll. Ja, ich bin enttäuscht. Ja, ich schmoll jetzt. Naja. Ich schmoll jetzt. Ist mir egal. Nö, kannst ruhig sehen. Ich schmoll. Ja, kannst ruhig da laut rumbrüllen. Ist mir egal. Mach's einfach meine Motte kaputt. Was soll denn das, Mann? Gibt's doch nicht. Er fällt einfach durch. Ist das durchgefallen? Was ist das denn hier? Kann ich hier seine Pickel ausdrücken? Ja. Toll. Ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Vor allen Dingen, ich muss die Seemotte jetzt bauen. Ich muss die ganzen Upgrades nochmal bauen. Das Abwehrsystem hat ja ganz toll funktioniert. Ich habe gedacht, das ist immer dann da. Dass das keiner mehr angreifen kann. Warum ist das nicht so? Ich habe gedacht, das wäre so ein Abwehrsystem, was dann immer aktiviert ist. So wie so eine Alarmanlage. So, dass da Dauerstrom ist. Toll. Na super. Und dieses Ungetüm, das kannst du ja nicht überall hin mitnehmen. So, kann ich nachladen? Nein, ich habe nichts. Okay. Shit, hat aber so gerade eben gereicht bis hierhin. Ja, großartiges Kino. Welcome aboard, Captain. Ja. Hatten Sie einen schönen Tag? Ja, meine Seemotte ist gerade explodiert. Entschuldigung. So, ja, das haben wir gekriegt. Schön. Was kostet das denn immer, das Seemöttchen? Das war, glaube ich, nicht so teuer, ne? Zweimal Glas, einmal Titanbarren, einmal Blei, einmal Schmierstoff. Alles neu, alles von vorne, Alter. Vor allem die Module sind ja auch futsch, ne? Alter, die Module sind alle weg, das... Ich darf da gar nicht drüber nachdenken, wie ärgerlich das einfach ist. Energiezelle haben wir. Titanbarren haben wir auch. Wie gut, dass ich noch welche gebaut hatte. Dann brauchen wir Blei und Schmierstoff. Schmierstoff hatten wir, glaube ich, auch, ne? Ne, den mussten wir den herstellen aus diesen Schlingenpflanzen? Ja, mussten wir herstellen. Wusste ich doch. So, hier. Und Blei. Einmal Blei, war das richtig? Ich glaube ja, ne? Hat's Blei da. Vom Blei haben wir noch richtig viel. So, jetzt dürfen wir den herstellen können, ne? Ja. Okay, die Seemotte, dann... Och, Mann.
Ich meine, die Seemotte herzustellen ist jetzt nicht so schlimm gewesen, aber... Das Ärgerliche ist halt die Module, ne? Die waren halt schon sehr grenzwertig, weil man halt aus diesen... aus den Ressourcen gebaut hat, die halt so grenzwertig sind bei uns, ne? Die wir halt nicht so viel haben. Wo ist denn die Fahrzeugstation? Hä? Hat er die Fahrzeugstation ins Lager gepackt, wenn die hier draußen... Jetzt sag nicht, der hat die weggeschmissen. Wieso war die Fahrzeugstation denn auf einmal wieder im Dings? Wieso war die denn... Wieso war die denn auf einmal wieder im... Da läuft doch irgendwas schief, oder? Weil wenn ich die doch da außen an der Wasseroberfläche hinsetze, dann müsste die doch da bleiben. Wieso... Na, alles von vorne. Fahrzeugstation. Wasserfiltermaschine wäre doch geil. Ah, das Gel können wir auch mal. Oh, die Filteranlage. Ja. Kupferdraht, dreimal Titan, Aerogel. Warte mal, das mache ich jetzt als erstes. Scheiß auf die Motte. Aerogel, das konnten wir auch herstellen, ne? Einmal Rubin, einmal Gelsack. Das haben wir. Einmal Rubin. Einmal Gelsack. Aerogel. Dann brauchen wir... Dreimal... War das dreimal Titan? Nein, warte. Dreimal Titan, einmal Kupferdraht. 1, 2, 3. Einmal Kupferdraht haben wir auch. Ja. Und dann können wir die bauen. Wo bauen wir die hin? Ich würde sagen beim Reaktor. Die Filteranlage, oder? Ja, hier ist ja noch genug Platz. Die... Ja, machen wir hier hin. Da passt die, glaube ich, ganz gut hin. So. Wasserfilter. Wasser, Wasserfilter. Geil.